Es ist der 28. Mai 2022 und es ist an der Zeit, die Engel zu fragen, was sie uns für den Juni mitgeben möchten. Dementsprechend kommt jetzt gleich nach dem Intro dein Channeling für den Monat Juni. Ihr Menschen werdet von uns so sehr geliebt. Ihr Menschen sollt wissen, dass wir Engel immer bei euch sind, immer bei euch waren und immer bei euch sein werden. Ich bin Erzengel Michael und ich sage dir, im Juni wird sich die Lage teilweise entspannen, teilweise zuspitzen. Die Entspannung, speziell in Deutschland und Österreich, wird ein Schein sein. Sie ist ein Schein schon in den letzten Monaten. Seid gewahr und seid wachsam. Denn die dunkle Seite versucht weiterhin, ihre Maßnahmen durchzusetzen. Sie versuchen weiterhin, so viele Seelen wie möglich mit auf die dunkle Seite zu ziehen. Und jeder, der wach ist und mit offenen Augen durchs Leben geht, wird dies im Juni deutlich erkennen können. Auf der einen Seite wird einiges freier sein. Eine scheinbare Freiheit wird viele Menschen dazu verleiten, glücklicher zu sein oder zu glauben, dass sie glücklicher wären. Diese scheinbare Freiheit hat aber einen Preis und der ist nicht gering. Wir Engel sagen, dieser Scheinfreiheit gebe dich nicht hin, sondern bleibe jetzt standhaft und klar und geh den Weg in die wahre Freiheit. Denn dieser wird kommen, wenn auch noch nicht im Juni und wenn auch noch nicht in den nächsten Monaten. Die Energien des Krieges werden sich auch weiter zuspitzen. Sie werden viele Menschen in eine Lage der Angst versetzen. Ich, Erzengel Michael, aber sage euch, die Angst ist nicht nötig. Die Angst ist nicht der Ratgeber, dem ihr folgen solltet, sondern die Liebe. Angst hält euch vom Leben fern, Angst hält euch vom Vergnügen fern, Angst hält euch vom wahren Spaß haben fern. Und genau das ist das, was die dunkle Seite will, dass ihr keinen Spaß habt, dass ihr euch nicht, keine Lebensfreude habt, dass ihr runtergezogen werdet. Denn davon leben sie. Deine Aufgabe ist es, im Juni, trotz der ganzen Widerstände, die auf politischer Ebene kommen werden, deinen Weg weiterzugehen. Trotz dem, was die Medien berichten, im Fernsehen und in Zeitungen und dergleichen, in deiner Ruhe und deiner Kraft zu sein. Wir Engel raten dir sogar, dich fernzuhalten von diesen Medien. Denn sie bringen dich noch tiefer in eine niedrige Schwingung der Angst. Und dieser Angst sollst du nicht erliegen. Dieser Angst sollst du widerstehen. Denn der Weg der Freiheit ist da. Bist du bereit, den Weg der Liebe zu gehen mit uns Engeln, mit der ureinen Urliebe Lichtquelle, mit deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat? Bleibe standhaft, bleibe im Vertrauen und bleibe stark in deinem Glauben, denn das ist der Weg. Das ist der Weg, der dich glücklich macht. Das ist der Weg, der dich frei machen wird. Und das ist der Weg zur Wahrheit. Denn nur die Wahrheit darf jetzt zählen im Juni. Und immer dann, wenn die Angst dich übermannt oder die Angst dir begegnet, rufe mich, Erzengel Michael, an deiner Seite. Ich werde sofort zu dir eilen. Wenn du Zweifel hast, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen oder Kummer hast, rufe mich. Habe keine Scheu. Wir Engel sind grenzenlos. Wir können bei jedem von euch gleichzeitig sein. Und wir wollen, dass ihr im inneren Frieden seid. Denn wenn wir Frieden in der Welt erschaffen wollen, dann muss jeder Einzelne etwas tun. Nur reden ändert nichts. Es ist Zeit, in Liebe und Frieden aufzustehen, die Wahrheit zu sehen und zu sagen, zu kommunizieren und zu zeigen, was man will. Fürs Reden war Zeit genug. Diese Zeit
ist jetzt vorbei. Es ist Zeit, in Liebe und Frieden und friedlich miteinander zu sagen und zu zeigen, was man will. Handle in Liebe für dich, im Namen der urliebe Lichtquelle, im Namen der Liebe und im Namen der Engel. Wir sind an deiner Seite. Du bist niemals allein. In Liebe, Erzengel Michael. Ja, welch kraftvolle Worte von Michael. Ich danke ihm sehr für dieses wunderbare Channeling an dieser Stelle. Wunderbar. Es war so schön und es war so kraftvoll. Gib mir Mut. Es gibt mir Mut, für die Wahrheit was zu tun. Es gibt mir Mut, weiterhin mal in Videos, Podcasts und Botschaften die Wahrheit zu verbreiten. Und natürlich auch in unserer spirituellen Gemeinschaft. Es macht mir Mut, zu sein, wie ich bin. Es macht mir Mut, echt zu sein. Es macht mir Mut, authentisch zu sein. Und dafür wollen wir doch beten. Geliebte urliebe Lichtquelle, danke für dieses wunderbare Channeling am heutigen Tag. Danke, dass du uns auch im Juni mit deiner Kraft und Liebe begleitest und führst. Hilf uns, deiner Leitung und deiner Anleitung zu folgen, bedingungslos dich zu lieben, dich anzunehmen und deine Liebe zu akzeptieren. Danke, dass wir empfangen dürfen. Danke, dass wir Liebe und Frieden geben dürfen. Danke, und so ist es. Und ich wünsche dir nun einen wunderschönen Samstag. Die urliebe Lichtquelle segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in dein Körper, Geist und Seelensystem hineinfließen. Berühre dich in jeder Zelle deines wunderschönen Körpers, tief in deiner Seele. Und führe und begleite dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen. Udo Golfmann. Tschüss.